Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die aktuellsten Veröffentlichungen der Beschlusskammer 6 der Bundesnetzagentur, also die Stromregulierung innerhalb der Energiewirtschaft. Da gibt es nämlich drei Dokumente oder drei Themen, die wirklich interessant sind und die wir uns genauer anschauen sollten. Unter anderem haben die nämlich auch was mit dem Oktober 23 zu tun. Ihr werdet es bestimmt schon mitbekommen haben, da werden eine ganze Menge marktkommunikationsrelevanter Änderungen kommen. Und des Weiteren haben wir hier noch ein Festlegungsverfahren, bei dem ihr auch das ein oder andere Interessante noch mitbekommen könnt. Also wenn man auf die aktuellen Mitteilungen der Beschlusskammer 6 geht, dann findet man hier nämlich drei Veröffentlichungen zum 31. März 2023. Und da kann man mal kurz drüber schauen. Hier haben wir einmal Modalitäten für Bilanzkreisverantwortliche, Standardbilanzkreisvertrag Strom. Was steckt dahinter? Hat ja irgendwas mit Bilanzierung zu tun, Energiedaten? Ja, nämlich die Fahrplananmeldung. Fahrpläne sind die Einsatzpläne für Erzeugungsanlagen, für Kraftwerke. Also das, was der Betreiber an den Vermarkter und ans Netz zum Beispiel schicken muss jeweils. Das sind so die Fahrplanmeldungen. Hier gibt es also offensichtlich eine Änderung. Ne? Mitteilung Nummer 9 deutet darauf hin, hier gibt es was Neues. Dann haben wir hier eine Einleitung eines Festlegungsverfahrens. Das heißt, hier beginnt jetzt noch eine Beteiligung oder Feedbackrunde. Und zwar zu den Spezifikationen und technischen Anforderungen der transparenten, diskriminierungsfreien und marktgestützten Beschaffung, Markt also, der nicht frequenzgebundenen Systemdienstleistungen, Dienstleistungen zur Spannungsregelung, in Klammern Blindleistung. Ah, okay, es geht hier um den Markt für Blindleistungsbeschaffung. Also wird es auch hier darauf hinauslaufen, dass zum Beispiel Anlagenbetreiber, die Blindleistung zur Stabilisierung des Stromnetzes zur Verfügung stellen können über ihre Anlagen, dass die hier einen Markt entstehen bekommen, über den sie dann praktisch diese Blindleistung anbieten können, zur Hoch- oder Runterregelung eben der Spannung im Netz. Und das ist durchaus nicht uninteressant für den einen oder anderen Anlagenbetreiber. Also da gucken wir auch gleich nochmal rein. Und dann haben wir die Mitteilung Nummer 33 zu den Datenformaten zur Abwicklung der Marco. Wenig überraschend, ein halbes Jahr vorher, hier geht es um die EDIFACT-Dokumente und die XML-Dokumente, die zum 1. Oktober 2023 in Kraft treten werden. Also auch hier wieder eine ganze Menge an Änderungen und wie ihr sicherlich wisst, werden wir zum Oktober 2023 also wirklich unfassbar viele Änderungen haben. Also wir haben jetzt gerade jedes Jahr so unglaubliche Mengen an Anpassungen mal wieder, das gab es schon wirklich lange nicht mehr, das so ohne Pause voranschreitet. Und hier werden wir also gerade mit AS4, mit der UTMD-Zusammenführung, mit noch diversen anderen EDIFACT-Dateien, mit neuen Entscheidungsbaumdiagrammen, mit neuen Marktregeln oder Änderungen in den Marktregeln wirklich eine ganze Menge an Anpassungen haben. Es wird nicht langweilig. Und auch hier der Spoiler, diese Fahrplananpassung ist auch zum 1. Oktober 2023, also nicht uninteressant. Gehen wir mal rein, nacheinander. Wir beginnen hier mal mit den Fahrplanmeldungen. Wir sehen das schon, ne? Mitteilung Nummer 9, Version 4.5 der Prozessbeschreibung, Fahrplananmeldung in Deutschland und Version 2 der Regelungen zum sicheren Austausch im Fahrplanprozess zum 1. Oktober 2023. Hier wurde auch konsultiert, das haben wir, glaube ich, auch angesprochen. Und nach den diversen Rückmeldungen gibt es dann jetzt hier fertige Dokumente, die so praktisch zum 1. Oktober in Kraft treten werden. Hier haben wir zwei PDFs, die kann man auch einfach öffnen. Die Prozessbeschreibung der Fahrplananmeldung selbst hat 110 Seiten. Wie wir oben sehen können, ist die von den 4 Übertragungsnetzbetreibern, den 4 Bilanzkoordinatoren entsprechend hier auch zusammengestellt, weil die natürlich führend darin sind, die Kraftwerksdaten, die Kraftwerkseinsatzplanung, früher nannte man das QEP, zusammenzuführen, zu analysieren und eventuell auch zu korrigieren, wenn das Stromnetz in Zweifel, ne, in Ungleichgewicht kommen würde, durch eine geplante Kraftwerkseinsatzplanung. Hier sehen wir also Version 4.5, veröffentlicht am 1. April 2023, anzuwenden zum 1. Oktober 2023. Und dann sehen wir hier eine ganze Menge Inhalte. Im Großen und Ganzen geht es ja hier darum, dass Anlagenbetreiber, Kraftwerke und Co. Ihre Einsatzplanung, ihre Fahrpläne melden. Und hier ist im Großen und Ganzen beschrieben, wie also alles von der Prognose, der Einsatzprognose über dann Korrekturmeldungen, Ausgleiche bei Unklarheiten bis hin zu Nachmeldung, das alles zu laufen hat. Ne? Wir sehen hier so Daten wie Gate Closure Time, das ist so der Zeitpunkt, an dem beispielsweise heute die Einsatzplanung für morgen spätestens zu melden ist. Ne? Gate Closure ist praktisch das sich schließende Tor. Bis dahin ist das also zu melden. Wenn man es nicht gemeldet hat, gibt es im Zweifel auch Strafen von den
Übertragungsnetzbetreibern. Und dann hier, ne, Datenaustauschprozess, hier wie immer Beschreibung des eigentlichen Prozesses, Sequenzdiagramme, Aktivitätendiagramme, also das ist so, wie wir es auch bei unseren anderen Marktregeln kennen. Hier gibt es also ein paar Änderungen offensichtlich, auch hier nochmal Anlagen, okay, wenn man nicht runterscrollt, sehen wir hier die Änderungshistorie, nur von Seite 106 bis 110 kann man also im Zweifel auch mal überfliegen. Wir sehen dann hier einfach so ein paar inhaltliche Änderungen, Prozessanpassungen, auch hier wieder im Kontext des Redispatches gibt es eine voranschreitende Entwicklung. Im Kontext der AS4-Einführung gibt es hier Änderungen, weil wir jetzt im Zweifel ja auch parallel E-Mails und AS4, was ja ich sag mal, so Serverkommunikation ist, einsetzen werden. Ne, Beschreibungskorrekturen, ne? Hier war mal Status Request for Status Within a Process, ist jetzt ein Information Request, ne? Also auch so, ich sag mal, eher redaktionellere Anpassungen oder Korrekturen von Fehlern, das ist im Großen und Ganzen also keine völlig neue Welt, aber einfach so ein paar detaillierte Anpassungen, die man, wenn man sich mit Fahrplänen beschäftigt, auch im Blick haben sollte. Als Zweites gibt es dann eben hier noch das Dokument Regelungen zum sicheren Austausch im Fahrplanprozess, auch zum 1. Oktober. Da ist dann eben auch nochmal dieser Parallelbetrieb von E-Mail und AS4 ein bisschen weiter beschrieben, wie das eben konkret zu laufen hat und wie auch hier die Sicherheit, Verschlüsselung und so weiter zu definieren ist. Und auch hier nochmal, ne? Konsequenzen bei Nichteinhaltung der Vorgaben. Also nicht uninteressant für diejenigen, die sich mit Fahrplanprozessen zu beschäftigen haben. Gehen wir mal weiter, wenn wir in die Übersicht zurückgehen, ne, haben wir danach ja das Thema der Blindleistungsbeschaffung. Das ist dann hier BK6 23072, Einleitung eines Festlegungsverfahrens. Da sehen wir auch, ne, das ist schon eine etwas längere Geschichte. Und wir sehen, dass jetzt hier Stellungnahmen bis zum 12. Mai auf die Dokumente, die wir uns gleich angucken, noch rückzumelden sind. Es geht eben darum, dass Blindleistung zu beschaffen ist. Und auf der anderen Seite dementsprechend auch anzubieten ist von denjenigen, die es haben und die es können. Wir haben hier ein Konsultationsdokument Beschaffungskonzept. Wir haben ein Erläuterungsdokument, wo die einzelnen Inhalte nochmal ein bisschen weiter umschrieben werden. Und das Excel-Formular, um die eigene Stellungnahme bis zum 12. Mai zurückzuschicken. Gehen wir mal rein ins Beschaffungskonzept. Ne? Auch hier 18 Seiten, das geht also, kann man sich anschauen. Wenn man so reinguckt, okay, allgemeines, Abkürzung, okay. Teilnahmevoraussetzung, okay, wer kann überhaupt teilnehmen und wann? Produktdefinition, was wird überhaupt angeboten? Also was sind die Blindleistungs-Lieferungs-Spezifikationen, die man sich vorstellen kann? Was sind die Produktkategorien, die man sich vorstellen kann? Fristen, wann ist wie, wann zu machen? Bekanntmachung, wie ist das Ganze zu veröffentlichen? Zum Beispiel auch die Ausschreibung in dem Sinne der Beschaffung, wie ist die zu veröffentlichen? Wie werden dann die Gebote eigentlich bewertet? Wer kriegt wie eigentlich dann den Zuschlag? Und was fällt vielleicht auch von vornherein raus? Wie wird vergütet? Was ist nochmal zur Qualitätssicherung zu nennen und was muss eigentlich veröffentlicht werden von den Netzbetreibern, die das Ganze beschafft haben? Ne? Müssen die den Namen nennen oder nur die Menge oder was auch immer? Das findet sich dann hier drin. Wie gesagt, das wird konsultiert. Also wer hier dann Inhalte findet, die aus der eigenen Sicht nicht sinnvoll sind oder die man anders besser machen könnte, meldet sowas an die Bundesnetzagentur. Dafür gibt es dann dieses Excel-Formular, was wir gerade noch gesehen hatten. Ja, Definitionen und Abkürzungen kann man ruhig mal jetzt drüber scrollen, das könnt ihr euch nämlich selbst anschauen. So, Teilnahmevoraussetzungen, hier sehen wir dann eben, ja okay, ihr müsst euch dran halten, also die technischen Rahmenbedingungen des Anschlussnetzbetreibers, alles klar. Man muss eben schlussendlich so ein paar technische Rahmenbedingungen liefern können und ansonsten ne, eine Blindleistungsquelle haben, also eine Anlage, die in der Lage ist, das zu liefern und hier, falls die Anlagen erst zukünftig errichtet oder ertüchtigt werden sollen, muss der Bieter eben auch nachweisen, ne, glaubhaft in geeigneter Nachweise liefern, dass die rechtzeitig vor Erbringungszeitraum eben auch betriebsbereit sind. Also, naja, am Ende des Tages hat man halt eine Anlage, die es kann oder hat man die rechtzeitig, dann ist es in Ordnung und muss man halt nachweisen. So, man muss diverse Daten zur Verfügung stellen, ne, Wirkleistungsentnahme und Einspeisung, Blindleistungsentnahme und Einspeisung, maximal verfügbare spannungshebend und senkend, weil die Anlage ja im Zweifel verschiedene Stabilisierungsmaßnahmen eben auch durchführen soll. Und dann diverse weitere Hinweise dazu, wie das alles so zu laufen hat. Dann gibt es die weiteren Kategorien, ne? Produktdefinition, zum Beispiel hier Produkt 1, Blindleistungsregelung auf eine vorgegebene Zielgröße oder über ein Kennlinienverfahren oder über eine Online-Sollwertvorgabe oder nach Fahrplan. Also auch hier verschiedene Möglichkeiten, das dann nachher im Austausch zwischen Anlage und Netzbetreiber eben hin und her zu bekommen. Das wird dann nochmal weiter definiert. Ne? Technische Beschreibung, was stellt man sich darunter vor? Abrufmethodik, wie kann das der Netzbetreiber eigentlich anfordern? Und Vergütung,
wie wird dann dafür Geld bezahlt? Das wird dann hier für diese vier Varianten nochmal ausformuliert, kann man sich also, wenn man sich damit beschäftigt, weiter durchlesen. Fristen ist nochmal interessant, ne? Angebotsfrist kann 3 Monate betragen. Zuschlagsfrist kann auch 3 Monate betragen und dann Vorlaufzeitraum, also wie viel früher ich jetzt das Angebot schon liefere, als ich es dann noch erbringe, bis zu 5 Jahre. Ich kann also prinzipiell auch hier Angebote liefern, die erst in 5 Jahren überhaupt laufen sollen. Gerade im Punkt, ich habe die Anlage noch gar nicht stehen, könnte das ja interessant sein. Und Erbringungszeitraum bis zu 5 Jahren. Auch sehr interessant für verschiedene Anlagen, ne, dass die also hier so eine Art Wertschöpfung eben auch, ne, über 5 Jahre haben könnten, die das vielleicht in anderer Form nicht liefern können, ne? Bekanntmachung, also ich sag mal Ausschreibungsverfahren, Bewertung der Gebote, auch da zum Beispiel, ne, Preisobergrenzen, die da vorher genannt sind und wenn man drüber liegt, dann wird das Angebot halt nicht angenommen, etc., etc., ne? Bewertungsformeln, Vergütung, die nochmal beschrieben ist und dann eben, ne, ein paar Punkte Qualitätssicherung und Veröffentlichungspflichten, hier nämlich zum Beispiel, ne, die Anzahl der Angebote, kumulierte Vorhalteleistung, also Summe und mit durchschnittlicher Bewertungspreis sind zu veröffentlichen, solange das nicht Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse zu sehr in Gefahr bringen würde. So, und das ist dann hier nochmal in diesem Erläuterungsdokument auf 17 Seiten einfach in Fließtext weiter erklärt. Also wer sich damit noch nicht komplett auseinandersetzen konnte, lest euch also hier dieses Erläuterungsdokument nochmal durch und da werden wirklich die einzelnen Punkte erklärt. Wer sich also auch tiefer mit so dem Thema der Blindleistungsbeschaffung auseinandersetzen will, hier ist es verlinkt, guckt euch das an, wirklich hilfreich. Es ist zwar nicht immer unbedingt in leichtesten Worten formuliert, aber die haben sich ja schon die Mühe gegeben, das mal auszudefinieren, wie die Beschaffung dieser Marken nachher aussehen soll. Tja, und dann hatten wir immer noch das dritte Dokument, Mitteilung Nummer 33 zu den Datenformaten in der Marco. Hier haben wir dann die überarbeiteten Nachrichtentyp-Versionen zum 1. Oktober 2023. Wie immer. Wenn ich noch ein bisschen ranzoome. So, sehen wir hier einmal. Edifact. Wir scrollen mal. Es sind 36 Dokumente, die hier zum Oktober kommen sollen. Wir sehen hier die üblichen Verdächtigen, ne? Neben so allgemeinen Festlegungen und Prüfies haben wir eine Commodus, eine Control, Herkunftsnachweisregister, IFSTA, Invoice, MS-Cons, Orders und Auto-Change und so weiter. Part-Time Bracket, Quotes, RemaTV, Request for Quote und so weiter. Und dann vor allem die UTMD. Und wir sehen es hier, ne? Strom, 1.1, Gas, also A. Wir haben jetzt hier endlich diese Trennung in die Sparten, ne? Die ja schon eine Weile angekündigt war. Und dann dementsprechend auch hier noch die Mavis, die ist als Einzelne noch separat zu sehen, auch wenn das natürlich ein Stromthema ist, aber so na, für sich selbst stehend halt. Die UTTS ansonsten natürlich nicht zu vergessen. Artikelnummern, Konfiguration, UBIS und Lokationsbindestrukturen, 36 Dokumente. Nicht schlecht. Natürlich auch hier eine weitere Variante der Entscheidungsbaumdiagramme und Codelisten in der Version 3.4, 7 Megabyte groß. Da kann man sich schon mal die Frage stellen, wie viele Seiten sind das mittlerweile? Nur 743 Seiten. Ja, wer sich jetzt mal mit Entscheidungsbaumdiagramm komplett auseinandersetzen will, gönnt euch 743 Seiten. Druckt es bitte auf gar keinen Fall aus, also wirklich überhaupt gar nicht. Nein, macht es nicht, sondern irgendwie holt euch noch einen weiteren Monitor und habt da dieses Dokument offen, wenn ihr das irgendwie euch angucken müsst. Das ist unfassbar, 743 Seiten. Naja, XML-Dateien, hier haben wir nochmal 12 Anpassungen, auch hier wie immer die XSD als also Vorlagenstruktur und dann, ne, Acknowledgement, also Bestätigungen, Activation, Abruf, oder, ja doch, können wir schon so sagen, Ressourcenplanung, also Einsatzplanung, Redispatch-Kontext, Stammdaten und die Nichtverfügbarkeiten und nochmal eine Änderungshistorie. Außerdem Regelung zum Übertragungsweg, weil wir hier natürlich nochmal ganz konkret die AS4-Geschichte haben, wo wir also E-Mails und AS4 parallel ungefähr betreiben müssen, für eine Weile noch, nicht mehr lang, bis 24. Und dann gibt es hier nochmal ein paar Anstriche zu Hinweisen, einmal hier Edifact, einmal hier XML, einfach zu diesen Dokumenten und das war's dann auch schon. Das war's dann auch schon, ne? Also ihr habt jetzt eine Viertelstunde ungefähr nur ganz grob mal vorgestellt, was hier zum 31. März veröffentlicht wurde. Es ist natürlich offensichtlich ganz schön viel. Ich habe mir jetzt mal so überlegt, während ich das gerade so besprochen habe, ich sollte diese Sachen auf jeden Fall nochmal separat auseinandernehmen.
Das habe ich, glaube ich, die letzte Mal schon mal angekündigt, das kam nicht immer dazu. Ich glaube, zu den Fahrplangeschichten sollte ich auf jeden Fall mal das außen genauer beschreiben. Das kann ich auch auf YouTube machen, das ist nicht das Problem. Blindleistung glaube ich auch, weil das auch so ein neues Thema ist, das sollte man schön auseinandernehmen. Zu den Datenformaten und überhaupt die Marco, die zum Oktober kommt, werde ich dieses Mal relativ ausführliche Produkte anbieten auf unserer Lernplattform. Wir werden natürlich auch YouTube-Videos machen, so wie dieses hier, keine Frage. Aber es ist so viel mittlerweile, dass es, glaube ich, auch wirklich Sinn macht, das in einer sehr konkreten Lernstruktur zu bekommen. Und da werden wir einen separaten Videokurs haben. Wir werden auch nochmal ein E-Book dazu machen, was allein ins Oktober kommt. Wir veröffentlichen auch jetzt unser GPKE-Handbuch nochmal neu in den nächsten Tagen. Und wir werden auch einen Mitgliederbereich zur Marco starten, ne? Was dann also nicht nur so ein Austauschforum ist, sondern wo ich dann bestenfalls auch fast tagtäglich neue Inhalte reinhole und die dann über einen Newsletter an die Teilnehmer, die da den Zugriff gekauft haben, auch rausgeschickt werden. Ne? Also neue Analysen, Erklärungen, Entwicklungen rund um die Marco, weil aktuell und auch die nächsten paar Jahre ist es so viel, dass es, glaube ich, wirklich Sinn macht, das fast schon so Coaching-mäßig dauerhaft zu liefern. Das ist dann halt im Zweifel ein Abo-Produkt, wo ihr x Euro im Monat zahlt oder eure Arbeitgeber sich da ein paar Zugriffe holen und ihr da was Schönes dann eben genau betreut auch zugeschickt bekommen könnt. Wir bieten auch im September, Ende September, konkrete Schulungen zur Marco im Oktober an. Da gibt es auch diverse Teilnehmer jetzt schon. Guckt einfach nach auf unserem Lernportal, da sind die Daten veröffentlicht. Ihr könnt da einfach ein Ticket jetzt schon kaufen und dementsprechend haben wir, glaube ich, Möglichkeiten, uns diese Themen genauer anzuschauen. Okay, soweit erstmal zum Überblick. Wie gesagt, da kommt noch einiges. Ihr könnt schon mal ein paar Fragen dazu gerne hier unten in die Kommentare schreiben und dann werden wir die noch im Weiteren auseinandernehmen. Und ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.